Hallo Leute, hallo YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin's, Yami Chris, und ich habe mich ja diese Woche etwas zurückgezogen. Das lag daran, dass ich mich etwas intensiver auf die neue Regio vorbereiten wollte. Ich habe bereits letzte Woche an einer teilgenommen, da lief es leider nicht so gut für mich. Dieses Mal sollte es deshalb deutlich besser laufen, weshalb ich, wie gesagt, mich die ganze Woche intensiver darauf vorbereitet habe. Auf was ich getroffen bin, wie ich mich geschlagen habe, darum soll es in diesem Video gehen. Zuallererst, ich habe dasselbe Deck wie letzte Woche gespielt, also Phantom Knight Brave Token, habe aber hier und da nochmal etwas verändert. Das Deckprofil dazu bekommt ihr zum Ende des Videos. Machen wir also erstmal weiter mit den Matchups. Und das erste Match war ein Mirror-Match, das heißt, ich habe selber gegen Phantom Knight Brave Token gespielt, habe aber da glücklicherweise den Würfelwurf gewonnen, weshalb ich natürlich angefangen habe. Und nachdem ich dann meine Brave Token Engine durchgebracht habe, hat mein Gegner auch direkt gesagt, können wir direkt ins Game 2 gehen, lohnt sich nicht erst versuchen, spart Zeit, fand ich ganz cool, weil das ganze Special, auch wenn er was gemacht hätte, hätte halt wirklich viel Zeit gebraucht und das ist nicht verkehrt, wenn man dann halt abbricht, so wusste ich theoretisch nicht, gegen was ich spiele, obwohl ich den Dude halt kannte und von daher wusste ich, was er spielt, von daher hatte ich hier einen kleinen Vorteil und deswegen konnte ich dann optimal siden. Zweites Duell fing er an und startete ebenfalls mit der Brave Token Engine. Ich hatte leider keine Interruption bzw. keine Handwrap gezogen, die ich reingesidet habe. War ein bisschen schade, aber gut, ich habe ein bisschen was versucht, ging nicht ganz klar. Ja, dadurch hatte ich leider das zweite Duell verloren, wodurch ich dann wieder im dritten Duell angefangen habe. Und auch da konnte ich glücklicherweise Full Combo gehen. Mein Gegner konnte mich nicht interrupten, sodass ich dann auch das dritte Duell und damit auch das Match für mich entschieden habe, wodurch dann 1-0 stand und das war natürlich ein super Auftakt, denn an dem Tag fanden auch nur 5 Matches statt und davon das erste zu gewinnen, ist natürlich Motivation pur. Das zweite Match bestritt ich dann gegen Eldritch. Und wir wissen ja alle, Skill Drain ist auf 3 zurück, das tut natürlich sehr vielen Decks weh. Phantom Knight kann zwar ein bisschen weiterspielen, weil wir sehr viele Friedhofseffekte haben, aber dennoch ist das sehr unglücklich, wenn das Skill Drain aktiviert ist. Und man spielt ja doch ein Combo-Deck, weshalb dann auch sehr viele Monster natürlich Onboard-Effekte haben und das verhindert natürlich Skill Drain. Da habe ich glücklicherweise beide Duelle für mich entschieden. Den Würfelwurf habe ich hier verloren, weshalb er dann 4 Set. Das hat abgegeben. 4 Setter ist heutzutage Eldritch und da weiß man dann schon, worauf man sich vorbereiten muss. Glücklicherweise konnte ich das erste Duell, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich es für mich entschieden habe. Auf jeden Fall war es eine sehr schnelle Nummer. Ich konnte ihm nämlich alle Karten hinten schießen, sodass er dann nichts mehr machen konnte. Und er hatte noch eine Handkarte, damit kam er aber auch nicht wirklich ins Spiel, sodass ich dann mitten in meiner Combo ihn gefragt habe, ob wir es ausspielen wollen. Er meinte, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Dann meinte ich, okay, dann lass direkt ins Game 2 starten. Und da habe ich natürlich gesided. Evenly kam rein, Cosmic Cycling kam rein. Und meine Hand bestand aus einem Evenly und 2 Cosmic Cyclones. Ja, da macht er natürlich nicht so viel, sodass ich dann gleich in die Battle Phase gegangen bin, Evenly gestartet. Er hat dann Karten von seinem Board verbannt und die letzte Karte habe ich ihm natürlich dann auch noch mit dem Cosmic Cyclone gebanished, sodass er dann gar keine Karten mehr hatte, weder im Friedhof noch auf der Hand. War sehr glücklich gezogen. Also das war wirklich in dem Zusammenhang eine glückliche Hand, beziehungsweise auch eine goldene Hand nennt man das ja, denn ich konnte nämlich ein Monster normal beschwören, welches Stufe 3 war und konnte dazu noch ein Monster spezial beschwören, sodass ich Full Combo gehen konnte und ja, dadurch das Match sehr schnell an mich ging. Das dritte Match fand dann gegen Swordsoul statt. Gegen Swordsoul habe ich leider wieder den Würfelwurf verloren, weshalb er natürlich First gehen konnte. Ich ziehe meine Hand und das sah schon sehr unglücklich aus, während er Full Combo aufspielen konnte. Da kam ich leider nicht mehr rüber, sodass das erste Duell sehr schnell an ihn ging. Das zweite Duell habe natürlich ich begonnen und da ist mir tatsächlich der eine oder andere Missplay unterlaufen. Warum? Weil ich zu nervös war. Weiß ich nicht warum, ich kenne Swordsoul selber. Ich war eigentlich doch recht sicher mit meinem Deck. Dennoch sind mir da einige Missplays unterlaufen, wodurch ich dann leider auch dieses Duell abgegeben habe, sehr knapp. Eine Situation kurz erklärt, ich hatte, dachte ich, 8800 ATK auf dem Board, nur dass er mir vorher schon etwas mit dem Droplet negiert hat, sodass ich dann nur noch 7800 hatte und er damit 200 Life Points weiterspielen konnte. War ein krasses Missplay meinerseits, wodurch ich dann leider ja auch das zweite Duell abgegeben habe, denn er konnte danach voll aufspielen. Ich habe nämlich nicht allzu viel gemacht, weil ich nämlich die Ahnung hatte, dass er Nibiru auf der Hand hat und ich lag tatsächlich nicht falsch damit, denn das bejahte er, beziehungsweise hat mir dann am Ende des Matches auch die Karte gezeigt, sodass ich da eigentlich
doch alles richtig gemacht habe, aber dann halt den Droplet vergessen habe, was mich schlussendlich da den Sieg des Duells gekostet hat und auch schlussendlich den Sieg des Matches, beziehungsweise wenigstens das Draw, wodurch ich dann 2-1 stand und dann trotzdem noch guten Mutes in das nächste Match gegangen bin, welches ich gegen Salomon Great bestritten habe. Und da hat man ganz deutlich gemerkt, dass der Dude wusste, was er macht. Der war nicht aus der Ruhe zu bringen, der hat sein Deck perfekt beherrscht, der kannte auch sehr gut mein Deck, während ich da doch die eine oder andere Schwäche hatte, also über das Knowledge, über das Deck, ja, ist mir dann doch schlussendlich auf die Füße gefallen, denn ich habe da meine Ressourcen viel zu sehr verschwendet bzw. falsch interrupted, wodurch er mich dann langsam, aber doch deutlich besiegt hat. Da hatte ich wirklich gar keinen Stich, kann man ruhig so sagen. 2-0 ging das dann an den Salomon Great Spieler, wodurch ich dann 2-2 stand, aber meine Hoffnung tatsächlich noch nicht zu sehr getrübt war, denn da waren sehr viele Leute schon dabei, die sich bereits qualifiziert haben. Also mitunter ist das durchaus möglich, dass ich mich für die Europameisterschaft immer noch qualifizieren kann. Weshalb ich immer noch, ja doch, recht motiviert in das nächste bzw. auch in das letzte Match gegangen bin, welches ich gegen Invoke Dogmatiker Shardoll gespielt habe. Ich habe glücklicherweise den Würfelwurf gewonnen, wodurch ich dann ja Full Combo gehen konnte. Die Hand war Zucker, sage ich nur, also wirklich super. Hab dann auch mit dem Sensenlock gespielt, sodass er dann nichts mehr aufs Board bekommen hat. Er hat dann auch gleich gesagt, können wir aufhören. Sodass ich nicht wusste, gegen was ich spiele, habe Going Side-Karten reingenommen. Hat sich dann tatsächlich als ja, falsch erwiesen, möchte ich jetzt meinen, den Nibirus zu sein, aber wie gesagt, ich wusste es nicht. Sodass ich dann leider Gottes das zweite Duell verloren habe. Aber nicht aufgrund meiner Handwaps, denn er hat nämlich Es kann nur einen geben gespielt und da kann ich natürlich nichts machen. Wenn ich jetzt nicht unbedingt dagegen ein Out auf der Hand habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so Backrow-lastig spielt. Habe ich mich getäuscht, weil er auf den Sensenlock so stark reagiert hat. Wir sind dann ins dritte Duell gegangen und da bin ich natürlich wieder First gegangen und habe Full Combo, ja doch, ich habe schon Full Combo gespielt und konnte dadurch wieder den Sensenlock legen. Den Sensenlock konnte er mir auch super verhindern mit der Impermanence und er hat im Zug vorher schon mein Omni-Negate rausgebaitet mit einer weiteren Impermanence. Da musste ich reagieren, jedenfalls war es aus meiner Sicht notwendig, sodass ich kein Omni-Negate hatte, um meine Sense zu schützen, sodass er dann ein bisschen spielen konnte. Glücklicherweise konnte ich ihn aber so gut interrupten, dass er nicht wirklich aufspielen konnte. Sodass ich dann dran war, ich konnte ihn aber in dem Spielzug nicht OTK'en, sodass er auch nochmal dran war. Aber ich konnte durch die DPE-Engine, ich habe ja den Celestia dann verbannt mit dem Dasher zusammen, ich habe glücklicherweise die Longinus-Lanze, also Lancia, nachgezogen und das killt natürlich Invoke Dogmatiker, sodass er gar nicht an seinen Omni-Negate rankommt, weshalb ich dann das Match gewonnen habe und mit gemischten Gefühlen aus diesem Matchtag gegangen bin. 3-2 stand ich dann und wurde insgesamt Elfter. Jetzt werde ich die nächsten Tage schauen, ob das gereicht hat. Ich wusste jetzt nicht genau, wer sich vorher schon alles qualifiziert hat. Ich glaube, es waren auf jeden Fall 6-7 Leute schon dabei, die sich qualifiziert haben. Aber ob die dann getoppt sind, ist natürlich eine andere Frage. Werde ich die nächsten Tage in Erfahrung bringen? Bin ich auch schon ganz gespannt drauf, muss ich echt gestehen. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit der Match-Analyse bzw. mit dem kurzen Match-Report. Und wir kommen jetzt zu meinem Deck-Profile. Da sind wir auch am Tisch und wir beginnen mit dem Main-Deck. Das heißt, extra Set-Deck kommt erstmal weg. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Deck letzte Woche gespielt habe, dann schaut euch gerne nochmal das Video dazu an. Ich werde hier nur auf die kleineren Veränderungen eingehen und wieso, weshalb ich mich dazu entschlossen habe. Und wir spielen selbstverständlich 3x Tornscales, 3x Boots und 2x Close. Hatte ich letzte Woche im Deck noch auf 1, weil wir hier den Leveir spielen, womit wir den aus der Verbannung nochmal spezial beschwören können und damit wieder recyceln, sodass er dann im Grave ist. Dennoch habe ich festgestellt, dass er auf 2, weil ich mich jetzt auch die Woche sehr intensiv damit beschäftigt habe, dass er auf 2 doch ein Ticken besser ist. Man kann ihn aber auch durchaus auf 1 spielen. Ich würde ihn aber dennoch auf 2 zurzeit lassen. Und dann noch einmal die Gloves auf 1, reicht auch dicke, und die beschmutzten beiden Schienen. Und dann haben wir noch eine kleine Änderung. Und zwar spielen wir jetzt nur noch 2x die Nebelklinge, weil uns das tatsächlich reicht. Man kann natürlich sie auch auf 3 spielen, aber man braucht sie theoretisch nur 2-mal. Also das dritte Mal wäre dann für Follow-up für Badish, weil man kriegt doch schon recht früh alle Fallen raus. Ich lege sie schon mal hin. Man kontrolliert seinen Gegner eigentlich so gut dann schlussendlich mit der Sense, weshalb sie durchaus auf 2 reicht. Man kann natürlich sie auch auf 3 spielen. Flügel der Phantomritter, damit wir halt sie auch noch banishen können, um dann ein Monster spezial zu beschwören, also ein Phantom Knight.
Und hier noch ein Extender. Mehr ist es ja doch nicht. Und das war's mit unserem Phantom Knights. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Engine. Und das ist natürlich unsere Grave Token Engine. Da haben wir natürlich dreimal die Wasserverzauberin und einmal den Greif. Während wir noch dreimal das Ritus spielen, das verhängnisvolle Abenteuer und Draco Back. Und das ist unsere Ratio. Ich glaube, das Standard Ratio, so wie man es kennt zurzeit. Ich finde aber noch, dass Phantom Knight am meisten davon profitiert. Selbstverständlich auch VW, aber Phantom Knight noch mal ein bisschen mehr. Habe ich, wenn ich als zweites angefangen habe, immer rausgenommen. Ist top und macht auch irre viel Spaß, das zu spielen tatsächlich. Aber wenn ich doch als zweites anfange, möchte ich doch meinen Gegner so gut es geht interrupten. Und da hilft mir natürlich die Engine in erster Linie nicht. Dann haben wir noch für die Consistency. Dreimal Notfallteleport. Dazu noch einmal den Psi-Fährtenlaser, Psi-Radlaser und den Geister-Oger. Das sind unsere Extender. Mit Notfallteleport holen wir zuerst immer den Geister-Oger, weil wir den halt von der Hand nicht specialen können, während wir mit denen immer noch Follow-Up-Plays haben könnten. Und zusätzlich noch einmal den Grüppel vorwärts. Habe ich tatsächlich nicht einmal auf meiner Hand gesehen. Den können wir halt einfach spezial beschwören, wenn wir keine Monster kontrollieren. Auch sehr schön. Und dann nächste Engine. Ihr merkt schon, wir spielen sehr viele Engines. Fusionsschicksal natürlich mit dem Dasher und dem Celestial. Immer mega stark. Also die DPE-Engine, super. Ich könnte mir vorstellen, dass Fusion Destiny irgendwann sogar auf 1 geht. Im OCG ist sie sogar verboten. Ob wir das hier auch ertragen müssen, na, mal schauen. Wird zurzeit ja in sehr vielen Decks gesplashed. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Konami da die vielleicht erstmal auf 1 runtersetzt. Vielleicht kommt sie auch wie im OCG komplett weg. Dann für Consistency, Verstärkung für die Armee, Tyrisches Begräbnis, um Handtraps zu outen, vom Grab gerufen und dreimal den Droplet, damit wir dann auch, falls wir Würfelwurf verlieren und wir haben den Droplet zufällig auf der Hand, immer noch was machen können. Dann kommen wir schon weiter zu unseren Handtraps. Da spielen wir nur dreimal die Ash Blossom. Ist eine generische Handtrap, deswegen habe ich sie hier Main. Man könnte natürlich auch noch mehr Tech-Karten spielen. Man könnte auch Turbo Tactics spielen, wäre auch nicht so schlecht in dem Deck. Man könnte natürlich auch gleich Lancia spielen oder den Dwarven Lockbird oder Nibiru Main, je nachdem, wie euch das besser gefällt. Ich finde, Ash Blossom ist immer noch eine gute Handtrap und kann mitunter echt viel Schaden anrichten. Von daher habe ich mich deshalb für sie entschieden und dann die letzte Karte, die wir spielen, die Sense. Sollte gebannt werden, also die ist einfach zu gut. Was heißt zu gut? Die ist zu unfair. Die ist eigentlich nur unfair. Ist eine unfaire Karte. Da muss Konami mal was machen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Extra-Deck. Da spielen wir Almirage, Linkspinne, Dark. Konnte ich diesmal sogar verwenden, hat mich richtig glücklich gemacht. Wollte ich ja auch erst rausnehmen. Aber ich dachte, eigentlich schon ein cooles Monster, vor allem wenn man doch mal gegen selber DPE spielt, kann man ihn halt rufen. Oder Dragoon oder andere Finsternismonster, beziehungsweise kann man auch sehr gut mit ihm extenden, wenn der Gegner irgendwie Finsternismonster spielt. Und man kann mit ihm auch noch vielleicht die eine oder andere Handtrap dann vom Gegner baiten. Also wirklich ein sehr schönes Monster. Dann Dacta natürlich, um die Sense zu setzen. Pearlerplant, um an den DPI ranzukommen. Dann Chirurgie natürlich noch, damit wir in die Brave Token Engine kommen. Mega stark. Und dann haben wir die IP Mascarina, damit wir in der gegnerischen Main Phase noch ein bisschen Ärger machen können, und zwar mit dem Unicorn und dann noch der Rusty. Hatte ich erst überlegt, sogar auf 2 zu spielen, aber dann dachte ich mir, wann holt man den denn mal 2-mal? Eigentlich Quatsch, und dadurch, dass ich die Fallen auch ein bisschen gecuttet habe, werde ich ihn eh nicht mehr so triggern können, weil du musst ja immer eine Falle bzw. eine Spell setzen können, und wenn du das nicht mehr kannst aus dem Deck, macht der nicht mehr so viel. Und du kannst ihn nicht weglinken. Das darf man auch nicht vergessen, man kann ihn nicht weglinken. Von daher habe ich mich dann doch glücklicherweise entschieden, ihn nur auf 1 zu spielen. Und für den OTK den Access Code habe ich nicht einmal rufen müssen. Hätte ich mal machen müssen bei einem Match bzw. bei einem Duell, dann hätte ich gewonnen. Hatte ich, glaube ich, schon erzählt in dem Matchverlauf, dass ich da ungünstig angegriffen habe. Dann kommen wir zu meinen Xyz-Monstern und da spielen wir natürlich einmal die Phantomritter des zerbrochenen Schwerts. Einmal Leviair, die betäubende Magierin und den Zeus. Hatte ich im letzten Deck vorher noch auf 2. Reicht tatsächlich auf 1. Wenn ihr First geht, könnt ihr ihn halt auch rufen, um damit bei dich zu schießen, damit ihr dann 2 Möglichkeiten habt, die Sense zu schießen. Und ihr ruft ihn eigentlich nicht nochmal, beziehungsweise wenn ihr das machen müsstet, sieht es sowieso richtig schlecht für euch aus. Dann lebt ihr, um halt das Monster aus der Verbannung zu spezial beschwören, die betäubende Magierin, beziehungsweise auch Zeus.
um dann gegen Beko-Decks mega stark, gegen ja, alle Control-Decks ist das mit dieser Zeus-Engine echt gut. Und zu guter Letzt natürlich noch der DPI. Gutes Monster, richtig gut. Man könnte hier natürlich auch Dragoon spielen, aber der DPI bringt natürlich noch mehr Follow-Ups, beziehungsweise kann man ja dann nochmal zwei Karten nachziehen. Dann zu meinem extra Side-Deck. Side-Deck natürlich. Einmal den Ghost Ogre. Ist ein Flex-Spot. Den könnt ihr besetzen, wie ihr wollt. Mir ist tatsächlich kein besserer One-Off eingefallen. Man könnte natürlich Pankratops spielen, aber dann doch vielleicht aus der Hand zu interrupten. Vor allem, wenn der Gegner vielleicht mit vielen Spells spielt, die sich aktivieren oder sonstiges. Nidefieber kommt ja gut, Auroradon kommt ja gut. Von daher dachte ich, ja, lieber den Ghost Ogre. Dann natürlich dreimal Nibiru. Gegen alle Combo-Decks Swordsoul, war reichlich vertreten. Lancia, Mirror Matches bzw. auch Swordsoul, gute Handwrap. Eine der besten Handwraps zur Zeit. Also die solltet ihr immer im Side-Deck haben. Dann für Beko. Da ich richtig anfällig bin gegen Beko-Decks, dreimal der Cosmic Cyclone, einmal der Harpyon Flayerwish und dreimal Evenly. Sowie einmal Red Reboot. Also hier 8 Karten, die ich immer gegen Beko-Decks reingesidet habe. Und es hat mir geholfen, wie gegen Edlich, wie beschrieben. Das war's mit dem Deckprofil und mit dem Turnierreport. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Lasst ein Like da, lasst auch gerne einen Kommentar da. Ich versuche diese Woche jetzt wieder ein bisschen aktiver zu sein. Wie gesagt, ich habe mich ja diese Woche intensiver auf die Regio konzentriert. Jetzt habe ich wieder Kapazitäten für anderes und es wird noch einiges auf euch zukommen, meine Freunde. Von daher, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.